hinter mir, sticht mir den Rücken. Müsste ich theoretisch alles gehabt haben. Nur halt die Schmetterlinge da oben. Da weiß ich nicht, wie ich an die Schmetterlinge rankomme. Aber es sind nur Schmetterlinge. Hat sie nicht gesagt. Gut, der war ein bisschen stärker, wa? Der muss schon wieder kotzen. Diese Zierde, meinst du? Die Schmetterlinge? Die kann man doch sonst überall looten. Ich meine, gerade ich als Schmetterlingsexpertin sollte das doch wissen. Ich und meine Brandbomben. Die haben ja tatsächlich echt wenig geworfen jetzt in letzter Zeit. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Rechts kommt einer. So, und da kommt auch noch einer, ne? Guten Tag! Hallo! Und dann müssten wir jetzt eigentlich... Also, und das Objekt hier unten haben wir nicht, aber da weiß ich ja da gar nicht, wie ich danach wieder hochkomme. Doch, eigentlich nur da. Okay. Let's go. Oh Gott, da sind ganz schön viele hier. Oh nee, da gehe ich nicht runter. Das ist mir zu viel. Da kriege ich ja nur so einen Dreck ab die ganze Zeit. Das ist ja ekelhaft. Das ist aber echt schon weit, dass man da hier außen so zu der Dings dann laufen muss. Guck mal, wie ich da Ewigkeiten hin brauche. Darf ich dir einen Tipp geben bezüglich der Pflanze? Naja, Feuer ist recht effektiv, würde ich sagen, ne? Ja, wir könnten halt einfach durchlaufen wahrscheinlich. Die hat halt einfach so Aggro auf uns. Ich glaube, ich muss da nicht einfach hin, oder? Wieso? Ich weiß wieso. Aber jetzt bin ich halt so krass überbelichtet. Ich bin halt einfach so eine Intelligenzbestie. Kappa. Ich muss gerade sitzen, Leute. Dann kommt das nicht. Und danke übrigens heute auch für eure ganzen Follows schon wieder. Meine Güte. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Okay, du bist im Bilde. Ja, ja, Pflanzen und Feuer. Ich habe ja viel Pokémon damals gespielt. Man mag es gar nicht glauben, mit den Elementen kenne ich mich doch ein bisschen aus. Vor dem habe ich echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Beine versuchen, ja, ist klar. Unerwartet, das Trauer. Okay, hier sind aber auch noch andere. Ah, hier ist Marais, Kastellan der Schattenburg. Ja, gut. Thank you.
Ameisenstachelrapier. Maske. Die sieht schick aus. Und die Robe. Aber der ist noch da. Der hat auch einen Helm aufgehabt, oder? Ah ne, sein Kopf leuchtet. Ich glaube, ich hätte schon seinen Kopf machen können. Okay, sehr gut. Aber wir bekommen jetzt keine Gnade dafür? Heute ist Freitag der 13. Dein Glückstag! Wir müssten gleich wieder Blitze einschlagen. Hier sind doch diese Pflanzen. Oder irre ich mich da? Liege ich da gerade falsch? Haus. Hier. Eine Maske nach dem Antlitz eines jungen, weißhaarigen Adligen. Traditionell vom Oberhaupt des Hauses Marais getragen. Erhöht die Arkane-Energie. Aus der Familie Marais kamen über Generationen sowohl die Henker als auch die Kastellane der Schattenburg. Diese Maske ist das Abbild des ersten ihrer Linie. Ja, das steht mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Da bleibe ich, glaube ich, beim Kürbisköpfchen. Ah, wisst ihr, was mir steht? Das hier. Die Krone. Die steht mir doch perfekt. Oder das finde ich auch ganz schick, muss ich sagen. Aber da sieht man so aus wie so ein Tannenbaum und das ist einfach Schmutz. Da kriegst du eins auf den Kopf und schon bist du kaputt. Ich hatte damals eine 1080 Quali Ausgang und im Epics bzw. Call of Duty noch Mini-Ruckler. Mit 900 Ausgang wie bei dir läuft es einfach besser hier über meinen Laptop. Ja, das ist doch gut. Also das ist tatsächlich bei Twitch eigentlich auch die Rede, dass man die beste Qualität immer in 900p hat. Also 1600 mal 900. Und darum versuche ich auch das meiste immer so runter zu skalieren. Aber ja, oftmals funktioniert das nicht so richtig. Ja gut, ihr Lieben. Was soll ich euch sagen? Jetzt sind wir eigentlich durch für heute. Also ich würde jetzt nicht noch in das Schattengebiet gehen. Oder wir gehen hier oben halt jetzt noch ein bisschen lang. Oder unten, je nachdem, dass wir hier vielleicht nochmal irgendeinen Weg hinfinden. Hier muss man da auch irgendwie hinkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Das ist halt das Haus. Und hier waren ja die Tore. Die waren zu. Und selbst wenn hier der Geheimgang ist, führt das ja eigentlich ins Nichts. Also irgendwie ist das ein bisschen... Oder konnte man bis hier hinten laufen und hier war der Geheimgang. Das kann sein. Aber jetzt haben wir das Schwert zurückgeholt. Ich weiß nicht, was uns das jetzt bringt mit dem Schwert. Dass wir das zurückgeholt haben. Ich glaube, ich bin fertig. Ich gehe mal da nochmal hin und gucke, ob ich da noch was machen kann bei Haus Vulkan. Ich habe endlich gestern das dumme kleine Rädchen für die Einstellung Oh nein, Patty, wirklich? Das hast du erst jetzt entdeckt? Manometer. Oh, ich muss niesen. Jetzt ist er weg. Warum sind die Lichter gerade ausgegangen? Die Lichter sind gerade ausgegangen. Habt ihr das mitgekriegt? Jetzt ist da die Tür auch weg. Oh mein Gott, das ist einfach immer alles so gruselig. What the fuck? Ich lasse doch noch nicht die Dings weg. Aber ich kann nicht schlagen. Aber warum ist das Licht ausgegangen?
Ihr habt auch gesehen, dass die Fackel hier ausgegangen ist, oder? Gesundheit, Dankeschön. Aber wisst ihr was? Die ganzen Nachrichten sind auch weg. Ich habe keine Nachrichten mehr hier drauf. Und die Musik ist dramatisch geworden. Die Tür ist blockiert. Ist nicht verschlossen, ist blockiert. What's this? Have you reconsidered the prospect of rising with us against the Erdtree? Now, time for you to leave, I should think. Let this intersect. Wahrscheinlich Krösus. Okay, wieso war der jetzt nicht mehr? Warum ist das Licht ausgegangen? Selbstverständlich haben wir das auch gesehen. Natürlich. Hat sich nicht großartig was verändert. Oder liegt es daran, weil es jetzt vielleicht Nacht ist? Dass der nur tagsüber da ist? Gehen wir einmal zum Tag hin, ob er dann da ist. Aber hier weiß ich jetzt echt nicht weiter, also. Der ist wirklich nur tags da. Interessant. Und auch die Nachrichten sind nur am Tag da. Nachdenken voraus. Worthy tarnished. I left the serpents. Ich kann nichts machen. Was soll ich tun? Gute Nacht. Ich kann nicht nachdenken. Ich. Diese scheiß Rätsel zwischendurch, ey. Wisst ihr was? Ich gehe einmal zur Tafel zurück. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht bringt das mir was. Mal gucken. Okay, hier hat sich nichts verändert. Ich finde es halt immer noch weird, wo dieser Typ hier ist, der doch dieses Gesicht sucht. Die goldene Maske. Hello there. Hallo. What can I do for you? Nichts. Ach genau, ihr habt gesagt übrigens, dass die Schildkröte auch zu unterschiedlichen Tageszeiten andere Sachen verkauft. Das habt ihr, glaube ich, auch geschrieben gehabt gestern noch. Die Finger sind immer noch total stramm, ne? You have returned. Die erkennt mich doch darunter gar nicht. What is it? Kraft vom Echo erhalten. Warum haben wir die jetzt eigentlich schon zweimal, weil wir gegen die schon zweimal gekämpft haben? Was macht die Schildkröte? Davon weiß ich nichts. Ja, doch, wurde mir gesagt, dass wenn man zu unterschiedlichen Zeiten zur Schildkröte reist, dass man wohl unterschiedliche Sachen bekommt von der. Dass die dann unterschiedliche Dinge verkauft. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Ich bin ja nicht so im Bilde, was so Anrufungen und Magie einfach angeht. Darum habe ich das jetzt nicht großartig ausprobiert. Es ist halt die Frage, ob diese Zwillingsjungferhüllen, ob die theoretisch auch unterschiedliche Sachen am Tag und in der Nacht verkaufen. Da habe ich noch nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich gestehen. Habe ich noch nicht geguckt. Frostbodies. La 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 la. You. What is it?
Ich höre mir das mal kurz nochmal an, was er hier gesagt hat, ja? Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Das mit dem Medaillon verstehe ich nicht, weil wir haben doch von der einen, die ja dann nachher zum Geist geworden ist, da haben wir doch schon ein Medaillon bekommen. Warum sollen wir da nochmal jemanden suchen? Westlich der Ruin von Laskia. Genau. Ich weiß nicht, warum der mir das erzählt, weil ich ja tatsächlich das Medaillon von Lanetta schon gefunden habe. Und die wurde ja dann zum Geist. Darum verstehe ich nicht, warum er mir das noch sagt. Also irgendwas habe ich da noch nicht fertig gemacht anscheinend. Weil die ist ja hier so eine... Habe ich die hier nicht? Da ist sie doch. Latenna heißt die, nicht Lanetta. Latenna. Latenna war eine begnadete magische Bogenschützerin, aber da sie ihren geliebten Wolf Lobo verloren hat, kann sie sich nicht von dem Ort entfernen, an dem sie gerufen wird. Aber das habe ich doch eigentlich gefunden. Und ich habe auch, glaube ich, den anderen Teil. Sonst würden wir doch gar nicht in dieses Albinauric-Plateau reinkommen. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Entweder hängt da mein Spiel oder ich habe irgendwas noch nicht richtig gemacht. There are four more demigods yet to be located. Nicola of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani. Die haben wir schon gefunden. Rani haben wir ja schon gefunden. The one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost right, known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. Ah, den habe ich gefressen. Ich könnte mir mit Latenna... Latenna ist einer meiner Lieblingsaschen. Ich könnte mir bei der halt vorstellen, dass wir die irgendwo nochmal einsetzen müssen, wo wir halt auch kämpfen. Dass dadurch halt irgendwie was... Efibom. Dass dadurch halt irgendwas ausgelöst wird. Aber sonst weiß ich halt nicht... Warte mal, was sagt er nochmal? Find the Albinoric woman. Hab ich. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Hab ich. Und das Medaillon habe ich doch eigentlich auch. Dektus? Dektus rechts? Hier habe ich halt. Kombiniert die Medaillons, um den großen Aufzug von Rol zu benutzen. Halligbaum-Medaillon, aber das ist doch schon wieder was anderes, oder? Medaillon von Rold. Mir fehlt das linke anscheinend, ja, aber... Wo ist denn der große Aufzug von Rold? Das weiß ich ja noch nicht. Da kommen wir dann nämlich in das Land von Mikaelas Halligbaum. Trägt man das aus beiden Hälften zusammengeführte Medaillon, kann man damit den großen Aufzug von Rold aktivieren. So wird zum verborgenen Pfad gewährt. Die haben wir jetzt schon zusammengefügt, glaube ich. Aber da steht ja auch, dass man damit den Aufzug von Rold aktivieren kann. Der Leyndel mit dem Berggipfel der Riesen verbindet. Warte mal. Kann man an dem Aufzug verschiedene Medaillons aktivieren und dann sagen, wo man hin will? Ach so! Ach Gott, wirklich? Oha! Aber ich konnte das ja nie auswählen. Ich hatte ja nie eine Wahl. Wahrscheinlich, weil ich... Kurios. Gertschi Berli schreibt auch hier, als ob du das wüsstest. Latenna müsste dir einen Standort gesagt haben.
Boah, das ist schon so lang her. Sag mal, wie spricht man dich übrigens aus? Wie sagt man zu sieben? Sagt man Matze oder was? Wie nennt man dich? Und Hallöchen übrigens Spitzer. Schön, dass du auch wieder da bist. Soll ich dir sagen? Nee, noch nicht. Also scheint sie etwas vergessen zu haben, was Latena dir mitteilte. Und da finde ich es halt so schade, dass man keinen Guide mehr hat, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was sie zu mir gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr, was sie zu mir gesagt hat. Mate? Matze ist richtig. Ach so, okay, Matze. Ja, aber ist ja dann kein Spoiler, stimmt. Eigentlich habe ich es ja schon von der gehört gehabt. Aber dann frage ich mich, das hier ist doch Medaillon von Dectus links und Medaillon von Dectus rechts. Warum sind die denn jetzt nicht zusammen? Warum sind die einzeln? Das ist halt ein ganzes Medaillon. Aber hatte ich da nicht auch zwei Teile gefunden? Wahrscheinlich nicht, ne? Die linke Hälfte soll in der Küstenfestung Hike zu finden sein, weit im Westen gelegen. Das haben wir nämlich gemacht. Und dadurch konnten wir nämlich das Altusplateau mit Leonia verbinden. Rechte Hälfte. Du hast eigentlich die Information. Sag mal, wenn die das schon zu mir gesagt hat? Also ich weiß, dass ich mit ihr gesprochen habe am Ende, aber ich glaube, ich habe ein anderes Medaillon von ihr bekommen gehabt. Ach, die hat auch Schloss Sol gesagt im Schneegebiet? Also hier oben oder was? Also alles führt da oben hoch. Ja, dann müssen wir da früher oder später noch hingehen. Ich glaube, dass das das Schloss ist. Vielleicht ist das auch gar nicht das Schloss. Vielleicht müssen wir auch hier irgendwo hin. Und das ist gar nicht das Schloss, ich weiß es nicht. Werden wir ja noch herausfinden in den nächsten Streams. Okay, also muss ich mich da auch noch drum kümmern. Holy shit. Aber dass man dieses Plateau dann... Aber... Also ist das hier nicht das Altus-Plateau? Nee, das ist der große Aufzug von Dectus. Echt verwirrt. Also jetzt bin ich wirklich... Wirklich... Ah, hier ist der große Aufzug von Rold. Ja, wir waren ja bei dem Aufzug und ich wusste dann nicht, wie der heißt. Okay. Okay. Jetzt mal die Map bitte aufmachen, wo Agil war beim Anfangsgebiet. Agil? Der müsste hier unten gewesen sein. Hier drinne war der, glaube ich, Agil, oder? Hat der nicht hier irgendwen getötet? Wenn du dann die andere Hälfte hast. Mit Rolls Aufzug kannst du noch woanders hin. Okay, das wusste ich nämlich nicht. Aber das ist ja interessant. Ist der Fluss da schon mal hochgegangen? Nein, natürlich nicht. Sollte man da den Fluss hochgehen? Wollen wir das mal schnell machen und gucken, ob wir da noch was finden? Wir haben ja am Mittwoch und Donnerstag tatsächlich die Streams genutzt, um so ein bisschen Sachen abzulaufen, die wir bisher noch nicht gemacht haben. Und in dem Fluss bin ich nicht großartig mehr rumgeritten. Ich weiß nicht warum. Würde ich dir empfehlen. Okay, dann reisen wir da einmal hin und gucken uns da nochmal um. Vielleicht finden wir da. Aber wenn man da jetzt das andere Teil findet, gleich am Anfang, da findest du am Anfang so unfassbar viele Sachen, die du vielleicht übersehen hast. Das ist echt der Wahnsinn. Aber ohne Scheiß, ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ich ohne Stream gespielt hätte, hätte ich nicht mehr gewusst, wo ich hin müsste. Also... Ich glaube tatsächlich, dass ich dann im Internet gesucht hätte oder so. Dass ich irgendwo wüsste, wo ich dann weiter müsste. Gatschi Berli, danke schön für dein verschenktes Abo an Patty. Vielen, vielen Dank. Dankeschön und Patty, viel Spaß mit den Emotes. Und herzlich willkommen natürlich wieder im Katzenrudel. Schön, dass du wieder dabei bist. Oh, Berchi, Gatschi Berli, danke schön. Berchi. Danke, Berchi. Berchi ist auch ein interessanter Name. Dankeschön, Gerchi Berdi. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Danke für deinen Support. Merci beaucoup. Leido haben wir gekriegt. Nee, Iaido. Kriegsasche. Boah, Alter. Wow, wow, wow. Die haben ein Pferd getötet.
Der arme Pegasus. Haben wir eigentlich einen Namen für unser Pferd? Nee, ne? Stute. Oh, da ist ja auch irgendwas. Ah, hier waren wir... Oh, wir müssen aufpassen. Wir gehen gerade hoch. Das ist nicht so clever. Wir müssen ja unten bleiben. Seht ihr? Und das ist das Problem bei Elden Ring. Man hat einfach die ganze Zeit... Oh, guck mal, da ist ja was. Oh, guck mal, da ist ja was. Oh, und da und hier und da. Für ein paar Socken. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Nee, aber habt ihr eurem Pferd irgendeinen Namen gegeben? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, ob man das machen muss. Kann man wahrscheinlich, muss man aber nicht. Stirbt ja eh in den meisten Fällen. Ach, das heißt sogar Torrent? Really? Hallöchen, Hardcore-Gamer! Das heißt Torrent, das Pferd? Ist es nicht euer Ernst, oder? Das heißt wirklich Torrent? Warte mal, wo ist denn diese Glocke? Das hat wirklich einen Namen? Oha, das habe ich nie mitbekommen. Aber warte mal, doch, wir sind hier unten schon mal lang gegangen. Wir waren doch hier in der Höhle. Aber ich weiß nicht, ob wir bis ganz zum Ende geritten sind. Weil hier kam ja auch die Invasion. Den haben wir auch platt gemacht. Hardcore Gamer, ich wünsche dir noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingestartet. Nee, einen guten Rutsch wünscht man sich. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Freue mich, dass du reinschaust. Und du bist da keinem Glatzkopf begegnet in der Höhle? Kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht. Und Hallöchen, Old Dirty Hellboy. Einen wunderschönen guten Abend. Sympathische Stimme hinter diesem echt fucking nicen Animation. Dankeschön. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt nochmal reingehen vielleicht. Was ist denn das für ein Helm? Das ist Kürbisköpfchen. Kennst du einfach nicht das Kürbisköpfchen? Hallo? Meinst du, ich soll nochmal reingehen? In die Höhle? War ein Glatzkopf dran? Ich kann mich da nicht mehr dran. Ey Leute, das ist glaube ich die erste Höhle gewesen, in die ich reingegangen bin. Ist leider schon. Das war erst gestern. Es ist wirklich schon sehr lange her, dass ich hier drinne war. Aber tut der Glatzkopf denn jetzt was zu dem Spiel beitragen? Ist der jetzt so wichtig? Die poltern unten da unten schon wieder. Ich weiß, dass hier Wölfe drin waren. Oder? Nee. Trübflusshöhle? Also ich versuche dich halt ohne Spoiler langsam ranzutasten, wie du da hinkommst. Weil du versucht hast, hinzukommen. Aber dafür muss ich wissen, ob du den Glatzkopf getötet hast. Ach so, den Händler hier drin! Den habe ich getötet, natürlich. Den habe ich getötet. Da ist kein Händler mehr drin. Weil, guck mal, sonst wäre er in der Höhle, wäre doch sein Name. Okay, RIP. Ja, kacke, ne? Ich habe aus Versehen Ich habe vielleicht 3 NPCs getötet. Die sind einfach in meine Klinge rein. Aus Versehen. Dann war's das mit dem Pfad dahin, wo du hin wolltest. Oh, ist das nur offen, wenn man den nicht getötet hat? Ja, okay. Das ist unglücklich, würde ich doch mal sagen. Der ist in meine Klinge gelaufen. Der hat mich angegriffen als erstes. Ja, ihr habt Videobeweis auf YouTube, Leute. Da kommen die ganzen Folgen. Definitiv. Ja. Ich bin gerade...